Na hallihallo und willkommen hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Jake Glocks und wir spielen Crypto of the Necrodancer Amplified. Wir haben Sonntag, den 19. November 2017 und der Daily One ist dran. Vorher natürlich eine Proberunde. Sobald das Fenster auch hier fokussiert ist, damit keine komischen Windows-Geräusche kommen. Erstmal ein Probelauf Zone 1, der ja immer absolut bombastisch läuft. Eine Rüstung für 20 kostet nicht normalerweise 50. Ist ja seltsam. Na gut. Und ein Obsidian, meine Güte, Titanium-Dolch. Den nehmen wir doch mit. Zwei Schaden direkt von vornherein, super. Hilft definitiv bei den blauen Schleim und Skeletten. Kriegen wir die schon kaputt? Nein. Hätte ja klappen können. Ja, wir haben einen wunderschönen Sonntag draußen. Was ich so gerade durchs Fenster gesehen habe. Schön blauer Himmel, aber frostig kalt. Wird halt Winter. Und das ist natürlich das perfekte Wetter, um Necrodancer zu spielen. plus 2 Schaden zerbricht bei verpassten Bieten. Nein, muss nicht sein. Zu viel Verantwortung. Zu viel Verantwortung. Okay, was bringt uns die Kiste? Ein Speer. Ja. Da pfeife ich dann doch auf die 2 Schaden und präferiere die Reichweite. Die kann man nämlich definitiv gebrauchen. So. Gut. Da wäre auch der Dicke schon mal weg. Ich könnte noch angreifen, ne? Also wir haben noch alle Lebenspunkte. Es kann mit dem Übungslauf nicht daran liegen, dass man mehr Leben hat, dass es das bei mir halt immer so gut läuft. Gibt's da unten überhaupt noch was? Nö, ne? Mann, wo will ich denn eigentlich hin? Also ich habe die Theorie, beziehungsweise es hat sich halt irgendwie bemerkbar gemacht, immer der Probelauf vor dem Daily läuft gut, der Daily One läuft absolut beschissen. Und die Woche über läuft sowieso nicht so toll mit den anderen Modi. Deswegen, es ist ganz komisch. Es ist ganz komisch, immer der Probelauf. Das ist der spannendste und erfolgreichste in der Woche. Eine Karotte. Nehmen wir die Fackel mit. Na, mein Gott, wir haben dafür bezahlt. Und schon wissen sämtliche Leute, dass ich hier auf dem Vormarsch bin. Versuchen wir es nochmal mit dem Schrei. Wir haben gerade so viel Kohlen, ne? Langer Angriff. Na, gucke mal an. Fast das gleiche wie der Speer. Nur halt, dass beide Felder gleichzeitig benutzt werden. Oh mein Gott, was ist denn hier los? Achso, zerbrechlich. Na, Gott sei Dank. Ich dachte schon, ich bekomme hier einfach mal ein Waffen-Upgrade nach dem anderen, was nützlich wäre. Aber auf Glaswaffen lasse ich mich einfach mal nicht ein. Gut. Temporärer Schild. Schön zu haben, verwende ich selten, weil ich ihn einfach vergesse. Na, dann gehen wir doch mal weiter. Vielleicht sollte ich den Probelauf einfach im Alle-Zonen-Modus machen. Das wäre doch... Weiß ich nicht. Wäre das gut? Wahrscheinlich. Was ist denn hier unten eigentlich los? Das war der perfekte Augenblick, um auf die Vorspulen-Taste zu kommen. So. Ja, Zombie, meine Fresse.
Wann hat mich das letzte Mal ein Zombie gehauen? Fledermausschutz. Ring des Glücks. Yay. Ganz sachte hier eins nach dem anderen und so weiter. Warum kann ich mich immer an den Probenlauf so gut konzentrieren? Das gibt's nicht. Also ich habe schon längst aufgegeben, Missgeschicke hier auf Glück oder Pech zu schieben. Ich bin einfach mal schlecht. Aber ich höre erstaunlich wenig negative Kommentare dazu. Das finde ich immer ein bisschen interessant. Habe ich was zu essen? Brauche ich erstmal nicht. Ne? Ich höre dazu erstaunlich wenig negative Kommentare von wegen, lass es doch sein, du kannst doch nicht. Danke. Na gut, ich bekomme auch nicht viel Positives, aber was ich mitbekomme, da bin ich mal total begeistert drüber. Komm mal bitte runter, Junge. Warum läuft denn das immer im Probelauf so gut? Das gibt's nicht. Okay, den nächsten Probelauf, also nächsten Sonntag, wenn ich es nicht vergesse, alle Zonenmodus. dann knacken wir wahrscheinlich das Spiel hier. Okay. Gut. Nach 7 Minuten, meine Güte, 7 Minuten für die erste Zone. Ich entschuldige mich, wie ich hier drüber quatsche, aber die Dingens haben wir ja eh schon. Schon mal des Öfteren gesehen, die Zwischensequenz. Gut, dann überspringen wir die auch. Und auf zum Daily. Ich wünsche mir Glück. Wir müssen mindestens 4 Minuten durchhalten, um hier ein kulturell wertvolles Video draus zu machen. Das machen die immer, die Roten. Du denkst, die gehen random, aber sobald du in die Nähe kommst, geht die schnurstracks auf die zu. Haben wir was? Ne Fackel. Das am wenigsten Nützliche, was du hier in den roten Kisten eigentlich finden kannst. Das gibt's nicht. Sehr. Furchtbaren Fledermäuse. Jetzt habe ich die. Ah! Nicht jede Fledermaus schafft es mir, Lebens abzuziehen. Nicht jede. Jede zweite. Oder jede anderthalbte. Ne, jede 0,5. So rum, aber nicht jede. Nicht genug Geld für irgendwas. Hier oben blinkt es in der Ecke. Na, ist ja, Gott sei Dank ist da eine goldene Wand davor. Gut, was ist in der Kiste? Das ist mal total spannend. Temporärer Schild, den benutze ich total oft. Hatte ich das letztens erwähnt? Bestimmt. Und 3 Bomben. Also ein Gold mangelt es uns jetzt nicht hier im Zweifelsfall. Was gab's hier noch? Spitzhacke und irgendwas Zauber. Hättest du wohl gerne. Da könnte man noch eigentlich, bevor jetzt auch mal wirklich alles schief geht, die 3 Bomben in, ohne Mist jetzt, in goldene Wände investieren. Wir sind beim Daily One. Das heißt, Punkte werden definitiv auch mit Goldmenge berechnet. Das heißt, je mehr du hast, hast du erstmal schon mal einen guten Stand in der Highscore. Ich glaube, letzten Sonntag war das, wo mir das Spiel abgeschmiert ist, weil ich in der Highscore-Liste nach unten gehen wollte. Das werden wir dieses Mal wieder testen. Denke ich. Wenn ich mich dran entsinne.
Oh, das Lied ist alle. Hatte ich jetzt den Boss schon? Nee, ne? Ach Gott, das macht mir jetzt volle Hoffnung. Toll. Na toll. Okay. Gott sei Dank haben wir ein bisschen Gold gesammelt. So, 194 Münzenpunkte. Münzenpunkt stand genau. 3 Minuten wann? Gottes Willen. Na gut, wir sind über 10 Minuten. Alles klar. Alles, es läuft, es läuft. Wir gucken uns die Highscore-Liste an. Platz 193. Zone 1. Level 2. Absolute Traumleistung. Ich gucke immer ab und zu mal, ob ich hier Leute sehe, die ich kenne. Und da ist mir das Spiel schon wieder abgeschmiert. Beim Gucken der Highscore-Liste. Wieso? Ist egal. Ja, dann. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Mein Name ist Jay Kloxen. Ich wünsche einen wunderschönen Tag. Tschüss.